Ahoi zusammen, und da sind wir auch schon wieder. Und zwar heute mit der SMS Dresden. Ja? Also wer sich mit Geschichte ein bisschen auskennt, hübsches Schiff. Und mit der werden wir unser erstes Zufallsgefecht machen. Und wie ihr aus dem letzten Video kennengelernt habt, gucken wir uns als erstes gleich mal die Werte, die Stats von dem Schiff an. Und da wisst ihr auch, worauf es als erstes ankommt, nämlich die Hauptbatterie. Und da sehen wir schon, wir haben jetzt hier 10 Geschütze. Ne? Durchaus respektabel. Allerdings ein kleineres Kaliber, nur 105 mm im Gegensatz zur Chester, die hatte 152 mm, also größeres Kaliber. Wie unterscheidet sich das? Naja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine kürzere Ladezeit, 4 Sekunden gegenüber 7 Sekunden bei der Chester. Das heißt, wir feuern sehr viel schneller, wir feuern mehr Geschosse ab. Dafür ist allerdings auch unser Schaden, den wir pro Geschoss machen, geringer. Ja? Hochexplosiv nur 1200 Schaden. Panzerbrechend auch plus 2100 Schaden. Das ist sehr viel weniger als bei der Chester, aber dafür feuern wir eben schneller. Das ist so ein bisschen Balancing, das hier betrieben wird. Ansonsten habe ich das Schiff noch nicht ausgebaut. Man sagt auch Stock dazu, also keine Module ausgebaut. Das Gefecht, das ihr sehen werdet, ist auf einem Stockschiff geschehen. Die Geschichte zur SMS Dresden packe ich euch als Link zum Wikipedia-Artikel in die Infobox, könnt ihr auch mal nachgucken. Die restlichen Stats von dem Schiff, die restlichen Werte sind für einen Stufe 2 Kreuzer relativ durchschnittlich, da ist jetzt nichts, was heraussticht. Ja gut, wir haben Flugabwehr auf dem Stock Rumpf, allerdings auf Stufe 2 passiert noch nicht viel. An dieser Stelle noch kurz eine Ankündigung. Es gibt aktuell wieder ein Event in World of Warships. Für diejenigen von euch, die schon weiter gespielt haben, oder die vielleicht Veteranen sind und sich die Videoreihe angucken. Go Navy heißt das Event. Man kann einem von zwei Teams beitreten. Den Sharks, den Haien, dargestellt links von Alena, und den Eagles, den Adlern rechts, dargestellt von Dasha. Kann man ein paar nette Tarnungen bekommen. Man kann sich andere Kleinigkeiten erspielen. Und es ist halt wieder so eine serverweite Kampfgeschichte. Ja, ist das eine Team besser oder das andere? Solltet ihr Interesse daran haben, dann kann ich dazu auch mal nochmal ein kurzes Video machen. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ansonsten befassen wir uns heute nochmal mit einer kleineren Lehrstunde unter dem Titel Verborgenheit. Gibt es Entfernung der sicheren Erfassung? Was heißt das? Ja, der Tooltip sagt, die Entfernung, bei der Schiffe garantiert aufgedeckt werden. Was heißt das? Wir haben jetzt hier zwei Schiffe auf der Taktik-Map. Wir haben mich und einen gegnerischen Kreuzer, und um mich herum habe ich einen Kreis mit Radius 2 Kilometer gezeichnet. Den gegnerischen Kreuzer, den sehen wir nicht, der sieht uns nicht, denn die Sichtlinie wird blockiert von einer Insel. Nehmen wir mal an, die ist hoch genug, dass wir nicht drüber gucken können. Das heißt, wir wissen nichts voneinander. Jetzt schiebe ich mal diesen Kreuzer nach Norden. Jetzt ist die Sichtlinie zwischen uns nicht mehr blockiert, man würde sich entdecken. Vorausgesetzt, man ist nahe genug aneinander dran, in dem Fall knapp 4 Kilometer, ja. Das heißt, beide Teams, mein Team würde jetzt wissen, wo der rote Kreuzer ist und umgekehrt. Jetzt schieben wir den mal südlich der Insel, wo ich stehe. Die Insel ist auch wieder hoch genug, dass wir nicht drüber gucken können, wir würden uns aktuell nicht sehen. Wenn man jetzt den Kreuzer ein Stück nach Norden fahren lässt, bis er innerhalb dieses 2 Kilometer Radiuskreises ist, dann entdeckt man sich plötzlich gegenseitig. Das heißt, ich entdecke den gegnerischen Kreuzer, damit weiß auch mein Team, wo der ist. Und umgekehrt, das rote Team entdeckt mich und damit weiß auch das rote Team, wo ich bin und kann mich gegebenenfalls aus einem anderen Winkel beschießen. Ja, ich zeichne hier nochmal den zweiten Kreis für den zweiten Kreuzer ein. Ja, passt alles, ja. Also auch nochmal 2 Kilometer, und ihr seht, da stehen wir beide satt drin. Wir machen uns gegenseitig auf. Wichtig, das kommt jetzt im nachfolgenden Gefecht vor. Und an der Stelle hüpfen wir dann auch gleich mal ins erste Zufallsgefecht. So, hier sind wir. Wer die Karte unten rechts anguckt, ne? Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und da geht es auch schon los. Ich habe mir überlegt, wie verfahre ich jetzt auf dieser Karte. Ich starte bei ein paar Zerstörern von uns, deswegen fahre ich mit denen nach Süden. Und wer sich die Teamliste mal anguckt, der sieht da ein paar Namen mit Doppelpunkt. Wir haben da ein paar Bots mit drin. Es ist die Frage, hä? Er hat doch gesagt, wir fahren jetzt hier Mensch gegen Mensch, Player versus Player. Warum sind da Bots mit dabei?
An der Stelle müssen wir mal über das geschützte Matchmaking sprechen. Den pinken Kandidaten da drüben, den ignorieren wir mal noch kurz. Geschütztes Matchmaking trifft auf alle Spieler zu, die neu mit dem Spiel anfangen. Das heißt, wir sind jetzt noch so neu im Spiel, dass wenn wir gegen Veteranen antreten würden, wahrscheinlich sehr schnell und sehr viel verlieren würden. Das ist natürlich dem Spaß auch abträglich. Deswegen werden wir jetzt erstmal nur gegen Spieler aufgestellt, die ähnlich viel Erfahrung haben wie wir. Die haben vielleicht auch erst gestern angefangen oder vorgestern. Und deswegen werden wir nur gegen die gematcht. Da aber zu der Unzeit, wo ich dieses Gefecht aufgenommen habe, sehr wenig Neulinge unterwegs waren, hat sich der Matchmaker dann noch die Freiheit herausgenommen, ein paar Bots mit hinzuplatzieren. Der pinke Kandidat, um nochmal kurz auf den zurückzusprechen, das ist jemand, der ein bisschen viel Teamschaden verursacht hat. Wer von euch von World of Tanks kommt, bitte den nicht beschießen und versenken, denn dann werdet ihr selber bestraft. Also der ist immer noch, gehört immer noch zu eurem Team, den dürft ihr nicht beschädigen oder versenken, ja, sonst werdet ihr bestraft. Genau, mit dem Druck auf die Taste H bekommt ihr nochmal so eine kleine Ingame-Hilfe über die wichtigsten Werte von eurem Schiff, in diesem Fall Erkennbarkeitsreichweite und Feuerreichweite. Und meine Zerstörer, die machen das vorne ganz gut, die decken nämlich die gegnerischen Zerstörer schön auf. Das heißt, ich kann jetzt meiner Aufgabe als Kreuzer nachgehen und Zerstörer jagen. Ja, ich habe die Reload, ja, den kurzen Reload, ich kann da genügend Geschosse in die Luft schmeißen. Oh, da ist ein Zerstörer näher dran, ja, den erstmal behaken, den beschießen, weil je näher er dran ist, umso einfacher tun wir uns erstmal, unsere Geschosse anzubringen. Ich drehe auch gleich nach rechts weg, nach Steuerbord, in der Hoffnung, ach nee, Gott sei Dank, er schmeißt seine Torpedos nicht auf uns, leider auf unseren befreundeten Zerstörer, aber der scheint das zu überleben und wir einfach drücken die Maustaste durch, bis die glüht. So, ich fahre weg, ja, er nebelt zwar, versucht noch verdeckt zu gehen, das klappt aber nicht mehr und die letzten Geschosse, die ich abgeschossen habe, versenken dann auch. Und wer jetzt rechts guckt, da haben wir noch eine Errungenschaft freigeschaltet. Zu der komme ich gleich. Jetzt tritt der Fall ein, den ich euch gerade noch erklärt habe. Die Entfernung der sicheren Erfassung. Der Zerstörer da vorne hat Nebel gelegt, ist normalerweise dann unentdeckt. Allerdings sind meine befreundeten Schiffe so nahe an ihm dran, näher als 2 Kilometer, dass er trotzdem entdeckt bleibt. Das heißt, der Nebel, den er gesetzt hat, der nützt ihm gar nichts. Und wir können ihn fleißig weiter beschießen. Ja, und Motor hat er auch kaputt. Sehr schön, nochmal eine Salve raus. Das sollte es gewesen sein. Nochmal kurz zur Errungenschaft, die ich gerade angesprochen habe. Ihr könnt in jedem Gefecht eine solche Errungenschaft erspielen. In diesem Fall erstes Blut. Als erstes ein gegnerisches Schiff versenkt. Wenn ich jetzt 3 Gefechte hintereinander mache und 3-mal als erstes einen Gegner versenke, dann bekomme ich 3-mal diese Errungenschaft. Allerdings die Belohnung, die es je Errungenschaft gibt, die gibt es leider immer nur einmal pro 24 Stunden. Ist nicht ganz, ich würde mir das auch anders wünschen, aber leider ist es halt so. Ihr habt gerade gesehen, als ich rausgezoomt habe, habe ich mal kurz nach rechts geguckt und habe gesehen, da kommt von Südwesten ein Zerstörer. Das heißt, während ich diesen Zerstörer weiter im Ziel habe, positioniere ich mich schon mal so, dass ich günstiger stehe, wenn der Zerstörer sich entschließt, doch uns anzugreifen. So, wir behaken den, geht der jetzt endlich mal nach unten, ja? Und da merkt man halt auch, der Schaden von uns, der ist jetzt nicht ganz so dolle, den wir da pro Geschütz machen, deswegen es landet auch ein bisschen viel kurz im Wasser, dauert mir ehrlich gesagt zu lange. So, jetzt ist er versenkt und da kommt der Zerstörer. Ich gebe sofort volle Kraft voraus und schlage das Ruder nach Hard Steuerbord wieder ein, um ihm ein kleines Ziel zu präsentieren. Es ist nicht sinnvoll, stehen zu bleiben und ihn mit der gesamten Breitseite zu beschießen, denn im ungünstigsten Fall überlebt er und wir sterben aufgrund von Torpedos. Im durchschnittlichsten Fall sterben wir beide und da kommen auch schon die Torpedos. Ich versuche, das Ruder noch nach Hard Backboard zu reißen, um dem Torpedo auszuweichen. Da pausieren wir mal kurz das Spiel. Was ist passiert? Das Torpedo hat uns am Ruder getroffen. Das ist eigentlich immer eine Flutung, die passiert. Das ist das Symbol mit 1 Minute 28. Flutung ohne Boni dauert 1 Minute 30. Und daneben haben wir ein Rudersymbol. Ja? Unser Ruder ist blockiert 40 Sekunden, bis es wieder einsatzbereit ist. Jetzt kommt die Reparaturmannschaft, die Taste R, die ihr unten seht, zum Einsatz. Flutung würde ich euch empfehlen,
immer sofort zu reparieren. Ja? Das ist ein wahnsinniger Schaden, den ihr da in einer Minute 30 fresst. Und in dem Fall muss ich das auch machen, um das Ruder wieder zu beheben, denn ihr seht, da kommt noch ein Satz Torpedos hinterher. Und die Gefahr ist, wenn ich weiter drehe, dank blockiertem Ruder, dass ich dann in diese Torpedos reindrehe. Deswegen sofort repariert. Da hat unser Obermaat die Meldung, dass wir Schaden genommen haben, noch nicht mal zu Ende gesprochen. Da habe ich den Schaden schon behoben. Das ist jetzt die Reparaturmannschaft, die hatte ich ja vor ein, zwei Folgen schon mal angesprochen. Was kann die? Die kann Ruder reparieren, Motor reparieren, Flutung reparieren und Brände. Und gerade Flutung ist so das Thema, das ist das absolut Kritischste. Ja, Flutung ist sehr, sehr tödlich für jedes Schiff. Jetzt haben wir mal ein bisschen Luft, jetzt können wir mal die Minimap angucken und uns umsehen und gucken, wie steht es um unser Team. Da unten sehen wir einen Gegner, der nur noch ganz wenig Lebenspunkte hat. Der wird verfolgt von zwei von unseren Schiffen, die noch voll sind. Ja, das sollten wir hinkriegen. Im Gegensatz dazu, da drüben unsere St. Louis, die hat zwei Gegner gegen sich. Der sollten wir möglichst schnell zu Hilfe ein, deswegen fahre ich jetzt volle Kraft nach Osten. Über die Taste B bekommt ihr dieses Kontextmenü hoch. Ja, da könnt ihr dann verschiedene Befehle an eure Teamkameraden absetzen. Und ich habe jetzt mich mal für Unterstützen entschieden. Ja, dem Kreuzer da drüben müssen wir helfen. Gott sei Dank spielt der Kollege gar nicht mal schlecht. Ja. Er winkelt sich gegen die Schiffe gleich an und minimiert so den Schaden und überlebt länger. Ich bin leider noch nicht ganz in Reichweite. Das war halt dem geschuldet, dass wir im Südwesten die Zerstörer, die westliche Flanke gesichert haben. Jetzt kommen wir allmählich in Reichweite. So, und jetzt gibt es noch einen weiteren Balancing-Faktor, den ihr seht. Denn unsere Geschossflugbahn ist sehr, sehr hoch. Die Geschosse, wir feuern sie ab, die verschwinden nach oben aus dem Binokular raus, so hoch fliegen die und schlagen dann von oben beim Gegner ein. Und das dauert natürlich relativ lange, bis die dann beim Gegner ankommen. Ja. Die andere Geschosscharakteristik ist eine sehr flache Flugbahn, sehr viel schneller. Damit ist es dann auch auf große Entfernungen einfacher, einen Gegner zu treffen. Und da hatte der Gegner auch dann nur noch ein Schiff, ja, einen britischen Kreuzer der Stufe 3 ist das. Den können wir jetzt hier munter beharken. Und der fährt jetzt Breitseite zu uns. Deswegen überlege ich gerade, ob ich nicht mal auf Panzerbrechen wechseln soll. Und das tue ich jetzt auch, um da ein bisschen mehr Schaden anzubringen. Und da seht ihr schon dieses schwarze Symbol. Das ist eine Zitadelle. Ja, das heißt, in der Regel sind Schiffe so schwer gepanzert, dass man eigentlich nur mit Panzerbrechen durchkommt. Der Kreuzer ist jetzt relativ leicht gepanzert. Da gelingt uns das auch mit Hochexplosiv. Was ist die Zitadelle? Die Zitadelle ist das Herz und das Hirn eines Schiffs. Ja, da sind der Motor untergebracht, die Boiler und eben auch die Munitionslager. Und wenn wir mit unseren Geschossen, egal ob hochexplosiv oder panzerbrechend, da rein feuern, ihr seht es jetzt rechts schon wieder, bumm, dann machen wir den vollen gelisteten Schaden. Ja, also von unserer panzerbrechenden Munition, wenn wir jetzt da eine Zitadelle schießen, machen wir auch tatsächlich 2300 Schaden am gegnerischen Schiff. Deswegen ist es dann immer Sinn der Sache, versucht immer die Zitadelle zu treffen. Und dann geht der Gegner auch schnell kaputt. Kleine Anmerkung, Zerstörer haben keine Zitadelle. Ja, das heißt, da könnt ihr drauf schießen, so viel ihr wollt, da gibt es keine Zitadelle. Müsst ihr mit anderen Mitteln ohne Zitadelle besiegen. Und ihr seht jetzt auch hier für die Gefechtsleistung, 30.000 Schaden, haben wir wesentlich mehr Kreditpunkte und Erfahrung vor allem bekommen. Nebendran gibt es noch die Errungenschaft, ja, die kann man im Koop so auch nicht erspielen in den Botgefechten. Deswegen, das ist da immer so der Hinweis von den Entwicklern, spielt bitte Player vs. Player, ja, Mensch gegen Mensch, weil da bekommt ihr bessere und mehr Belohnungen. Während jetzt im Hintergrund noch der Gefechtsbericht zu sehen ist, würde ich dann es von meiner Seite aus für heute auch wieder bewenden lassen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Nochmal kurz die Erinnerung, wenn ihr was zu dem GoNavy-Event wissen wollt, fragt in den Kommentaren, wenn da genügend Fragen zusammenkommen, kann ich da auch gerne mal noch ein Nachfolgevideo zu machen. Das Event läuft ja noch ein bisschen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß weiterhin bei dem Spiel und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.